Geburtsdatum 25.05.1909. Seine Mutter hat ihn geboren, ihn im Arm gehalten, sich gefreut vielleicht. Geburtsort Warszawa, Warschau. Jetzt war es doch für was gut, dass ich in der Grundschule Sütterlin-Schrift gelernt habe, in Schönschreiben bei Frau Sauerland. Mann, er war erst 16, als er eingeliefert wurde, so alt wie mein Enkel. Mein Geburtsdatum, 20 Jahre früher aber. Häftlingsnummer 150.383. 150.383. Stanislav, 5 Tage nach der Einlieferung gestorben. Im April 45, einen Monat vor Kriegsende, 3 Jahre bevor ich geboren wurde. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Ich bin Asra. Heute habe ich ein schweres Thema. Ich schreibe gerade Karteikarten ab von Gefangenen in Dachau. Da kann jeder mitmachen bei der Digitalisierung von Karteikarten aus den KZs beim Ahornsen-Archiv. Es ist ganz einfach. Man meldet sich an bei der Webseite. Da kann man dann auswählen, welches Thema man bearbeiten will. Die alte Schrift gibt es in den polnischen Karteikarten. Die anderen sind leichter zu entziffern. Über 100.000 Unterstützerinnen weltweit haben schon geholfen. Warum machen die das? Also einmal gibt es Angehörige, die nach dem Schicksal ihrer Familie forschen. Und nur mit digitalisierten Daten haben sie eine Chance, was zu finden. Es haben sich schon Familien wiedergefunden, die in der ganzen Welt verstreut waren. WissenschaftlerInnen, Journalistinnen und HobbyforscherInnen nutzen auch das Archiv. Und es ist ein lebendiges Denkmal gegen das Vergessen. Manchmal wird mir schlecht beim Abschreiben. Man stellt sich Gesichter vor, Menschen, Familien, Geschichten. Warum mache ich das? Also, dass ich diese Arbeit mache, hat vielleicht was mit dem Onkel zu tun, der Offizier an der Ostfront war und der manchmal erzählte, dass die vor Einsätzen Pervitin gekriegt haben. Man will sich nicht vorstellen, was da los war. Vielleicht hat es auch zu tun mit dem Großonkel, der mal auf offener Straße am helllichten Tage seinem Spartakus-Großneffen angeschrien hat, dass er eigenhändig einen Vater einer 6-köpfigen Familie ins KZ gebracht hätte und dass er stolz drauf war. Das war in den 60ern. Vielleicht hat es auch was zu tun mit den judenverachtenden Passagen in den Briefen unseres Urgroßvaters. Der eine Großvater von uns hat seine Autorität als Arzt genutzt, um einen frisch operierten Patienten, einen Juden, davor zu bewahren, dass er abtransportiert wurde. Der andere Großvater war Offizier bei der Abwehr, der wusste alles. Wenn er nicht unter Todesstrafen, Androhung vor einem Luftangriff gewarnt hätte, dann gäbe es mich, meine Geschwister, meine Kinder und Enkelkinder wahrscheinlich nicht. Das Haus, wo die damals wohnten, ist unter die Bomben gekommen. Er hat auch erzählt, dass die Ordensschwestern in der Kinderpsychiatrie in Marsberg ihm von den Ärzten aus Berlin erzählt hätten, nach deren Behandlung die Kinder reihenweise gestorben seien. Er hat es nicht geglaubt damals. Dass ich die KZ-Karteikarten abschreibe, hat vielleicht auch was mit der Doktorarbeit meines Vaters zu tun. Der Titel ist Leichenbefunde bei blutsverwandten Geisteskranken. Sein Doktorvater war ein Professor Panse. Ernst Klee schreibt im Personallexikon zum Dritten Reich über Professor Panse, Zitat, Dozent, Lehrauftrag, Rassenhygiene, NSDAP, T4-Gutachter und dann galvanischer Strom in hohen Dosierungen, Pansen genannt, gegen sogenannte Kriegsneurotiker. Und später Freispruch, Landgericht Düsseldorf, 1950 wegen Beteiligung, Euthanasie. War mein Vater ein Nazi? Also, er hat immer erzählt, dass seine Schulklasse jubelnd über Tische und Bänke gesprungen sind, als sie erfuhren, dass ihr letztes Schuljahr verkürzt wurde. Man brauchte Soldaten. Und nach dem Krieg wäre das die Enttäuschung seines Lebens gewesen, als er dann von den Lagern erfuhr. Also, unser Vater hat keine Menschenversuche gemacht, er hat auch keine Patienten ermordet. Aber wie war es möglich zu verdrängen, wie und warum seine etwa 60 Anatomieobjekte gestorben waren, dass sie ermordet worden waren. Mein Vater hat ein Buch geschrieben über interessante Begegnungen in seinem Leben. In dem vielleicht berührendsten und warmherzigsten Kapitel schreibt er über 3 schizophrene Brüder. Wie kriegt man das zusammen?
Ich weiß nicht mehr, in welchem Bericht über die Ärzteprozesse das war, wo ich von den Menschenversuchen las, die Nazi-Ärzte an Psychiatriepatienten und Häftlingen durchgeführt haben. Ein Helfer war angeklagt, bei einem Kälteversuch assistiert zu haben. Die Begründung für die Kälteversuche war, für die deutschen Soldaten den effektivsten Kälteschutz zu finden für den Russlandfeldzug. Der Arzt hatte dem angeklagten Helfer befohlen, die Temperatur weiter abzusenken. Es war klar, dass der Patient sterben würde. Der Todeszeitpunkt und die Dauer des Überlebens wurden dann festgehalten. Der Helfer hat dem Arzt vertraut. Er war sein Vorgesetzter, Autoritätsperson, studierter Fachmann. Der Helfer war abhängig, hatte vielleicht Familie. Er hat die Anweisung befolgt. Also wenn ich so denke, wie ich war mit 20, schüchtern, unsicher, ich hätte wahrscheinlich genauso gehandelt wie dieser Helfer bei dem Ärzteprozess. Ich hätte den Hebel wahrscheinlich auch umgelegt. Und das sich einzugestehen, das ist schon ganz schön grausam. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, sich zu erinnern. Das ist ja alles nicht weg, das ist ja alles noch da und das ist in jedem und jeder von uns angelegt. Und sich das einzugestehen und das an sich ranzulassen, dass man vielleicht selber genauso gehandelt hätte, das ist so wichtig, damit man aufmerksam bleibt. Das kann ja jederzeit wieder passieren. Und nichts kann man jemals wieder gut machen. Nun gab es damals und immer schon Menschen, die nicht mitgemacht haben, die den Hebel nicht umgelegt haben, die den Befehl ihres Vorgesetzten nicht befolgt haben, unter Einsatz ihres Lebens. Und die gibt es heute noch, im Iran, in Russland, überall. Wenn ich mich in den Helfer von den Ärzteprozessen hineinversetze und mir vorstelle, ich wäre an dessen Stelle gewesen, was hätte ich gebraucht, um den Befehl meines Vorgesetzten nicht zu befolgen und den Hebel nicht umzulegen? Ich glaube, es wäre Respekt gewesen, den ich gebraucht hätte. Nicht der Respekt, den die Respektspersonen, die Autoritäten, die Mächtigen, die Reichen, die Alten, die Vorgesetzten, die Hochgestellten, die Angesehenen, die Priester, die Lehrer, die Familienväter selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen, sondern der Respekt der Eltern vor ihrem Kind. Der Respekt der LehrerInnen vor ihren SchülerInnen. Der Respekt vor jedem Menschen. Der Respekt vor der Einzigartigkeit jedes Menschen. Respekt vor Kindern, wo gibt's denn sowas? Das war doch unerhört damals in den 50er Jahren. Absurd, undenkbar, lächerlich. Der alte Geist herrschte noch überall. Die alten Richter, LehrerInnen und Priester auch. In meiner Herkunftsfamilie gab es beides: Respekt, Höflichkeit und Liebe, aber auch Verachtung, Gehorsam und Angst. Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose. It was that moment when the person asking to sit in the most respected seat in our country imitated a disabled reporter, someone he outranked in privilege, power, and the capacity to fight back. It kind of broke my heart when I saw it, and I still can't get it out of my head because it wasn't in a movie. It was real life. And this instinct to humiliate when it's modeled by someone in the public platform, by someone powerful, it filters down into everybody's life because it kind of gives permission for other people to do the same thing. Wir wollten es anders machen damals und haben die Autoritäten herausgefordert, auf äußerst respektlose Art. Manches war übertrieben und verbohrt, aber es war absolut nötig. War auch lustig, hat auch ein bisschen was verändert. Aber gerade jetzt, in Krisenzeiten, kriegt der alte Autoritätskult wieder Rückenwind. Nun, der Wind of Change bläst gerade auch immer stärker. Aber es passiert doch gerade so viel Grauenhaftes in der Welt. Israel, Gaza, Ukraine, Kurdistan, Armut, Hunger, Krankheiten, Artensterben, Klimakrise. Lernen die Menschen denn überhaupt nichts aus der Geschichte? Die meisten Menschen glauben es nicht. Ich habe es erst auch nicht geglaubt. Aber bei allem Elend und allem Grauen, was Menschen einander antun und was sie nicht verhindern, leben wir doch in einer Welt, in der es den meisten Menschen besser geht, in der weniger Menschen durch Gewalt sterben als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das trifft sogar zu, wenn man beide Weltkriege und den Holocaust mit einbezieht. Und wieso glauben dann alle, dass alles immer schlimmer wird? Das liegt daran, dass nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind. Dass wir informiert werden über eine Schülerattacke in Wuppertal,
aber nichts hören von den 100.000 Schülern, die keine psychotischen Messerstecher sind. Und das wiederum liegt daran, dass unsere uralten Instinkte auf Gefahren programmiert sind. Gefahr löst schnellere Reaktionen aus als langweiliges, normales und angenehmes. Wenn wir Angst haben, reagieren wir instinktiv, unreflektiert, unvernünftig. Dass wir denken, alles wird immer schlimmer, liegt auch daran, dass mehr Menschen als jemals zuvor mit am Tisch sitzen und mitreden. Auch die, die noch nie was zu sagen hatten. Und es liegt auch daran, dass wir sensibler geworden sind. Frauen lassen sich nicht mehr alles gefallen, Kinder auch nicht. Wir wollen nicht, dass Tiere gequält werden und gehen nicht mehr sonntags mit unseren Kindern auf den Marktplatz zur öffentlichen Hinrichtung. Es ist bewiesen, wir haben eben doch was gelernt aus der Geschichte. Wir Menschen haben uns weiterentwickelt und tun es noch. Und der Respekt gegenüber unserer großen Mutter Erde? Langsam merken wir, dass es uns selber an den Kragen geht, wenn wir sie weiter so respektlos behandeln. Es wird Zeit, dass auch sie mit am Tisch sitzt. Die Tiere, die Pflanzen, die Flüsse und die Meere. Es fängt ja schon an. Aber das ist ein anderes Kapitel. Während ich die Karteikarten abschreibe, höre ich in den Nachrichten, dass Juden auf der Straße bespuckt und angegriffen werden. In Deutschland, weil sie Juden sind. Es gibt in unserem Parlament eine Partei, die es eine gute Idee findet, Menschen, Deutsche, die nicht wie Deutsche aussehen oder wie sie sich Deutsche vorstellen, zu deportieren. Das ist doch nicht zum Aushalten. Ich will das auch gar nicht aushalten. Nur, ich muss da irgendwie, ja, man muss ja damit umgehen. Und was ich sagen kann, ist, dass es hilft, wenn man was tut. Wenn man einer ukrainischen Familie eine Unterkunft geben kann, wenn man ab und zu mal eine Karteikarte aus dem Arosen-Archiv abschreibt. Macht's gut, ihr guten Menschen. Bis zum nächsten Mal.